So, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. In diesem Filmchen möchte ich mal ein paar Takte dazu darüber erzählen, wie es eigentlich kommt, dass ich immer wieder so scheinbar politische Themen bearbeite, wo es doch hier um Spiritualität geht. Nun, zunächst mal, ich behaupte, das ganze Leben ist spirituell. Da kommt niemand drumherum. Und dann verwende ich immer wieder solche Worte, umstrittene Worte, wie links und rechts. Dann rede ich vom Reich, vielen anderen Worten, die Anstoß erregen. Worum geht es dabei eigentlich? Ja, zunächst mal geht es um Klarheit. Klarheit heißt, die Dinge sehen können, zur Kenntnis nehmen können, wie sie sind, ohne ständig auf die ganze Programmierung reinzufallen. Denn die Programmierung macht aus Menschen Maschinen, Instrumente. Instrumente in den Händen derjenigen, die die Programmierung geben. Nun, was meine ich mit Programmierung? Was sind programmierte Menschen? Na gut, wir alle, da nehme ich mich auch nicht aus, sind programmierte Menschen. Und die Programmierung fing früh an. Die fing an in dem Augenblick, in dem du, ich, jeder Mensch auf diese Welt gekommen ist. Und sogar schon davor haben wir zur Kenntnis genommen, die 9 Monate in der warmen Wohnung bei der Mama. Doch danach, ab dem Augenblick, wo wir in die Welt geploppt sind, mit offenen Augen da erschienen sind, alles interessant fanden, alles zur Kenntnis genommen haben, ja, da fing die Programmierung an. Da wurde uns alles erklärt, beigebracht. Da wurde uns erklärt, wer wir sind. Da wurde uns erklärt, wer die anderen sind, wie die Welt ist. Uns wurde die Familiengeschichte erklärt. Uns wurde die Landesgeschichte erklärt. Uns wurde die Weltgeschichte erklärt. Uns wurden die Naturgesetze erklärt. Uns wurde die sogenannte Wissenschaft erklärt. Uns wurde erklärt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Uns wurde erklärt, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen, was gut ist und was falsch ist. So vieles wurde uns erklärt in der Vergangenheit und so vieles wird uns erklärt heute, jeden Tag im Fernsehen, in der Tageszeitung, im Internet. Der Prozess der Programmierung läuft fort. Die Welt und was in ihr geschieht, basiert auf der Programmierung, die gegeben wird. Ja, und von irgendjemandem wird sie gegeben. Da gibt es einmal die Medien, die die Programmierung vermitteln. Doch die Medien sind ja nur die Informationsübermittler, die Programmweiterreicher. Wer die Programme ersinnt, darüber sind sich die meisten Menschen nicht bewusst. Der Mensch nimmt zur Kenntnis, was ihm angeboten wird, was ihm beigebracht wird. Und der Mensch wählt, welcher Information er sich öffnet
und welcher nicht. Der Mensch hat die Wahl, welche Information, welches Angebot, welches Programmierangebot er sich zu Herzen nimmt und was er sich nicht zu Herzen nimmt. Das ist die Freiheit des Menschen. Okay, und dann schaue ich in die Welt und dann sehe ich, dass die meisten Menschen offensichtlich auf der gleichen Programmierung laufen. Wie kommt das? Wie kommt die Gleichschaltung zustande? Gut, da könnte ich auch viel dazu erklären. Es ist aber unerheblich, wie sie zustande kommt. Ich will stattdessen was zu den Begrifflichkeiten von links und rechts erklären. Der rechte Weg, der ist wichtig in meinem Leben. Und was heißt das, der rechte Weg? Der rechte Weg aus meiner Sicht ist der Weg zum eigenen Herzen, zur Kenntnis meines eigenen Herzens, der Weg in Einklang mit meinem Herzen, der Weg im Gewissen um mein Herz, in Einklang mit meinem Gewissen, in der Treue zu meinem Herzen und was es mir mitteilt. Auch du hast ein Herz, alle Menschen haben Herzen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass alle Menschen ein Herz haben. Okay, dieses Herz gibt mir Zeichen. Zum Beispiel, es kann leicht sein oder es kann schwer sein. Es kann freudige Empfindungen hervorbringen oder leidvolle. Und so ist es auch in deinem Fall. Im Falle von Leid, wo erlebst du es? Im Fußzeh oder im Herz? Falls du schon mal jemanden verloren hast, der dir wichtig war, dann wirst du wissen, wie sich das anfühlt, wenn es schwer ums Herz ist, wenn das Herz wehtut. Was war dann im Herzen? Und wahrscheinlich nicht irgendwie am Gesäß. Da vielleicht auch. So, das Herz redet mit uns die ganze Zeit. Das Herz signalisiert, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, was sich richtig anfühlt und was sich verkehrt anfühlt. So. Und wer auf sein Herz hört, wer da hinschaut, der wird zu Wissen gelangen. Der wird aus seinem Gewissen heraus tun, denken und sagen können, was immer ihm sein Herz ebenso mitteilt. Das wäre ein rechter Mensch, ein recht schaffender Mensch, ein recht sprechender Mensch, ein recht denkender Mensch, der die Kenntnis aus seinem Herzen zur Kenntnis nimmt und sie als freier Mensch zum Ausdruck in die Welt bringt. Ein herzensverbundener Mensch, ein selbstverbundener Mensch. Warum selbstverbunden? Ja, weil das Selbst eines Menschen dort residiert, im Herzen. Was ist das Selbst? Ein anderes Wort für das Selbst ist das Wesen, das Lebewesen oder auch gerne
der Eingeborene, der in diesen Leib Eingeborene, so nenne ich das Wesen auch gerne, dieses Wesen, was derzeit in diesem Körper lebt, diesen Leib erleuchtet, jede einzelne Zelle, diesen Leib zum Leben erweckt, ihn durchströmt, ihn durchflutet, ihn durchlebt. Naja, und dieses Wesen gelangt auch in die Welt. Wann immer du deine Aufmerksamkeit irgendwohin lenkst, dann wirst du zur Kenntnis nehmen, etwas zur Kenntnis nehmen. Du projizierst dein Licht auf das Objekt, auf das du deine Aufmerksamkeit legst und wirst zur Erfahrung kommen. Das ist die äußere Welt. Das heißt, dieses eingeborene Wesen kann den ganzen Raum erhellen, erfahren. Und je nachdem, was dieses Wesen durch diesen Menschen in die Welt strahlt, so wird die Welt sein, dieses Menschen. Was strahlen die Menschen in die Welt? Ja, die einen strahlen die Herzensgüte, das Herzensgute in die Welt. Und andere strahlen das in die Welt, wovon sie zuvor überzeugt wurden. Denn jeder Mensch gibt der Welt andere Bedeutungen. Die Bedeutungen, die ein Mensch gibt, die gibt er selbst den Objekten der Wahrnehmung. Für den einen ist dieser Mensch ein guter Mensch, den er da draußen sieht, und für jemanden anders ist der gleiche Mensch ein Scheusal. Für den einen ist das eine schöne Erfahrung, für den anderen ist die gleiche Erfahrung eine schreckliche Erfahrung. Für den einen ist dieser Gegenstand wertvoll und für den anderen ist der gleiche Gegenstand wertlos. Warum? Weil der Geber der Bedeutung immer derjenige ist, der zur Kenntnis nimmt, was er ebenso zur Kenntnis nimmt. Das heißt, ich selbst bestimme über die Bedeutung, die ich den Menschen gebe, den Gegenständen gebe, den Ereignissen und Geschehnissen gebe. Das ist meine Freiheit als kreatives, selbstbewusstes Wesen. Was mich betrifft, so übe ich mich tagtäglich darin, meinen Wahrnehmungen im Innen und im Außen gute Bedeutungen zu geben. Was sind gute Bedeutungen? Bedeutungen, die Freude verursachen in mir und in der Welt. Bedeutungen, die dem Leben zutragen, hintragen, das Leben bereichern, unterstützen. Bedeutungen, die mich entspannen und öffnen, in die Weite bringen. Es gibt auch die Möglichkeit, schlechte Bedeutungen zu geben. Und die bewirken Abneigung, die bewirken Angst, Zusammenziehung, Kontraktion, die bewirken Schwere, die bewirken Zorn, die bewirken Neid oder vielleicht sogar Hass. Nun, ich sage immer, der Mensch ist seinem Wesen nach wundervoll. Jeder Mensch ist seinem Wesen nach ein wundervolles, liebevolles, perfektes Wesen. Nun, wie kommt das dann, dass Menschen schlechte Bedeutungen geben, sich selbst und anderen und so weiter, wenn sie doch ihrem Wesen nach
Herzensgut sind? Und die Antwort ist einfach. Es liegt daran, dass die Menschen, die so etwas tun, sich selbst antun und anderen antun, nicht mit ihrem Herzen verbunden sind, kein Gewissen haben, kein Wissen um ihr Herz haben, keine Treue mit ihrem Herzen haben. Die Treue. Treue heißt in Bezug auf mein Herz, ich weiß, dass dieses Herz meine allergrößte Liebe ist. Ich liebe andere Herzen. Und es ist schlimm, wenn die Herzen, die ich liebe, aus meinem Leben scheiden. Dann wird mein Herz schwer. Doch dieses Herz, mein allernächstes Herz, wenn das aus dem Leben scheidet, ja, dann gibt es kein Leben mehr. Wer sein Herz verkauft, das würde ich nicht Leben nennen, was dann bleibt. Was dann bleibt, ist ein Roboter, eine Maschine. Und das tun auch viele. Offensichtlich Menschen, die gegen ihr Herz gehen, gegen ihr Gewissen gehen, gegen ihre Gefühle gehen, um die Vorschrift zu erfüllen. Bei manchen geht es so weit, dass sie von der Besatzung den Befehl bekommen, nimm eine Waffe in die Hand, richte sie gegen den Nächsten und drück ab. Niemand macht das gerne. Doch, Menschen tun das. Es war doch Befehl. Es war doch die Vorschrift. Ich musste ja. Warum musste ich? Weil ich so Angst hatte vor diesen Mächtigen, vor den Befehlsgebern, vor der Obrigkeit, vor den Mächtigen, vor der Staatsmacht, vor der Polizei, vor dem Gericht, vor wem auch immer. Und wenn die Angst groß genug ist, dann sind viele bereit dafür, ihr Herz zu verkaufen, gegen ihr Herz zu gehen, ihr Herz zu verraten, die Treue zu ihrem Herzen zu brechen. Und in diesem Moment hat der Mensch seine Ehre verloren. Denn die Ehre ist die Treue zum eigenen Herzen. Und wer die aufgibt, der ist um seine Ehre gekommen. Der ist in der Folge ein Missbrauchter, ein Mensch, der sein Leben in den Dienst eines anderen Herrn gestellt hat. Dabei sollte es nur einen Herrn geben. Und das ist das eigene Wesen, was in diesem Herzen wohnt. Das Herz ist der Thron, auf dem das Wesen sitzt, das in diesem Körper lebt, das diesen Körper steuert. Das Wesen eines jeden Menschen ist wundervoll. Es ist wundervoll, es ist liebevoll. Es ist allwissend, es ist unzerstörbar, es ist allmächtig. Und wer sich darauf besinnt, der wird all die Segnungen bekommen, die ihm seinem Wesen nach innewohnen. Und wer die Treue zu seinem Herzen bricht, der wird nichts von all dem bekommen. Stattdessen wird er sich kontrollieren lassen.
Stattdessen wird er andere kontrollieren. Das Fahrradphänomen, nach unten treten. Ja? Befehl von oben, nach unten weitergeben. Das ist die linke Tour, so sage ich das immer. Die linke Tour ist die Tour, die nicht auf Freiheit und Individualität zielt, sondern auf Kontrolle und Gleichschaltung. So kommt es, dass die Linken in erster Linie damit beschäftigt sind, anderen zu sagen, was sie zu tun, was sie zu denken, was sie zu sagen haben. Regeln aufstellen, Vorschriften aufstellen, Gesetze geben, das ganze System der Fremdbestimmung etablieren. Ja, das ist das System, in dem ich, in das ich reingeboren wurde. In Deutschland, in der modernen industrialisierten Welt. Es fing früh an, wie gesagt, in der Schule, auch bei dir. Du bist als Kind in die Schule gekommen, wolltest spielen, warst an der Welt interessiert. Wie alle Kinder wolltest du spielen, weil Kinder lernen durch das Spiel. Sie probieren aus, rollen probieren sie aus, spielen die, fassen mit der Hand auf die Herdplatte. Okay, aua, dann wissen sie aus Erfahrung, das hat wehgetan, das mache ich nicht nochmal. So machen das Kinder mit allem. Sie stecken überall ihre Finger rein und wenn es in den eigenen Dupka-Popo ist, und dann wollen sie wissen, wie riecht das und überhaupt, die machen alles. Die lernen aus Erfahrung. Und stell dir vor, du warst auch mal so ein Kind und hast es genauso gemacht. Dann kamst du in die Schule. Dann wurde dir gesagt, so, setz dich hin, halt die Klappe. Benimm dich. Hier gibt es Regeln. Daran musst du dich halten. Und wenn du dich daran nicht hältst, dann gibt es Ärger. Dann kommst du zum Direktor. Dann kommst du ins Erziehungsheim. Was auch immer dir gesagt wurde. Und so verlernen die Kinder das Spiel. Stattdessen bekommen sie Wissen angeboten, Scheinwissen. Der Lehrer, die Lehrerin, der Professor, der wer auch immer, sagt den Kindern dann, was richtig und was falsch ist, was die Wahrheit ist. Und sie sind gezwungen, das zur Kenntnis zu nehmen. Und sie sind gezwungen, das auswendig zu lernen, sich zu Herzen zu nehmen, sich davon so weit zu überzeugen, dass sie das auf Kommando ausspucken können. Und dann bekommen sie eine Note darauf. Wenn ich sage, auf Kommando ausspucken, dann ist das ein Kommando, wie es auch ein Niemiecki Owczarek, ein deutscher Schäferhund, bekommt. Sitz! Und der Hund sitzt und bekommt ein Leckerli, eine gute Note. Gutes Betragen, ein Lob. Platz! Und der Hund nimmt Platz, oder? Fass! Und der Hund rennt los und beißt einem die Kehle durch. Oder das Kommando lautet, Hefte raus, Klassenarbeit. Und dann alles ausspucken, wie es zuvor gegeben wurde. Und zwar haargenau so, wie es zuvor gegeben wurde, ohne Abweichung. Und darauf gibt es eine Eins. Sehr gut gemacht, sehr gut wiederholt. So wurden die Menschen zu Wiederholern erzogen. Wiederholer. Zu Robotern. Robot. Was heißt das? Wie eine Maschine. Eingabe, klack, 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 Enter, klack, Maschine macht das entsprechende, was vorher in sie eingegeben wurde. Das ist Maschinenleben. Befehlsempfänger,
Befehl ausführen. So ein Mensch braucht kein Herz. Und ein Mensch mit Herz stört den Ablauf, den maschinenartigen Ablauf. Und so werden die Menschen systematisch von ihrem Herzen abgeschnitten. Die Kirche tut Entsprechendes, leistet ihren Beitrag schon seit Jahrhunderten, indem sie nicht sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach wundervoll. Nein, sie sagt, der Mensch ist seinem Wesen nach schlecht. Moja Wina und so weiter hier in Polen. Meine Sünde und so weiter. Müssen die Menschen runterbeten, wird reingegeben als Programmierung. So werden die Menschen programmiert. Okay, ich bin schlecht, meine Sünde. Dann kommt die Kirche daher und sagt, okay, du bist zwar schlecht, doch zum Glück gibt's mich und den Papst und die Kirche. Und wir werden dir jetzt sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast, um zu Gott zu kommen. Nun, der Gott ist das Wesen. Und der sitzt nicht da oben in der Wolke. Nein, der sitzt im eigenen Herzen. Das ist sein Thron. Das ist der Tempel. Das ist der Altar, der Thron. Und da sitzt das allmächtige Wesen, der Allmächtige, das perfekte, allgute Wesen, das meine Natur ist, deine Natur ist, die Natur aller Menschen ist, was den Menschen jede Einsicht bescheren kann, jedes Wissen offenlegen kann und sogar alles zum Ausdruck bringen kann, alles erschaffen kann, alles manifestieren kann, was dieser Mensch sich vorstellt. Die Macht der Vorstellung. Das ist das, was in der Schule aberzogen wurde. Das Vorstellungsvermögen, die Kreativität. Kreativität heißt create in Englisch oder creare auf Latein heißt creator auf Englisch ist der Schöpfer. Der Schöpfer. Der Schöpfer der Welt, der Schöpfer meines Lebens, der Schöpfer des Inhaltes meines Kleiderschrankes, Kühlschrankes, der Schöpfer meiner Beziehungen, alles. Dieser Schöpfer hat die ganze Welt geschaffen, in der ich mich gerade befinde. Und meine Welt ist sehr schön. Warum? Weil ich meinem Herzen die Treue schwöre, jeden Tag dem Herrn die Treue schwöre, meinem Wesen, mein Leben, mein Körper, Rede und Geist in den Dienst meines Wesens stelle, jeden Tag in den Dienst des Allmächtigen. Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Und das ist der rechte Weg, der zu mir, zu meinem Gewissen, zu meinem Allwissen, zu meinem Guten, Gott, zum Allmächtigen, der hier drinnen zu finden ist, nicht da draußen. Und entweder du bist in Treue mit deinem Herrn oder du dienst den zahllosen anderen Herren. Ich nenne sie die Besatzung. Besatzung heißt, auf diesen Thron wollen andere Mächte. Warum wollen sie dahin? Ja, wer auf dem Thron sitzt, der hat die Macht. Der hat das Wort. Und kann den Player bestimmen. Und deswegen, jeden Tag wollen alle möglichen Fremdenergien da rein. Tun alles dafür. Im Fernsehen. Überall. Auch in deinem Leben. Schau es dir an, wie viele Fremdenergien in dein Herz wollen, um dich, also deinen Körper, Rede und Geist, zu bestimmen. Und schau dir an, bei wie vielen Menschen das glückt.
die nur das zum Ausdruck bringen, was die Fremdenergien ihnen mitteilen. Die Medien. Ja, der Job, der gute Job, der richtige Job besteht darin, das Herz reinzuhalten. Was heißt das, ein reines Herz? Das heißt, es immer wieder zu klären von den Zecken, von den Parasiten, von den Sackern, die da rein wollen und die Macht ergreifen wollen. Die Machtergreifung des ganzen Reiches. Ja, Reich, auch wieder so ein Wort, das Reich, das Himmelreich. Ja, das Himmelreich ist nicht da oben im Himmel. Das Himmelreich ist hier drin. Das Reich ist hier drinnen. Das Reich ist die Fülle. Das Reich ist das Gegenteil von arm. Und die ganzen Fremdmächte, Besatzungsmächte wollen die Herrschaft im Reich haben. Sie wollen in das Herz eindringen, um den Menschen zu steuern, zu kontrollieren, auf dass er für sie im Dienst alle anderen kontrolliert und beherrscht. So werden Armeen gebaut von Orks, keine Ahnung, wie die heißen, Menschen, instrumentalisierte Menschen, die Kriege fechten für diejenigen. Und sie sind sich oft nicht mal darüber bewusst. Die ganzen Denunzianten, die ihre Freunde verpfeifen, für diejenigen, an diejenigen verkaufen. Ja, so ist das. Das heißt, der spirituelle Weg, der rechte Weg, ist eben nicht der linke Weg, sondern es ist der Weg, sich von der ganzen linken Tour zu lösen, die ganzen Fremdenergien rauszuschmeißen, die ganzen Fehlprogrammierungen abzuwickeln, wieder reinen Herzens zu sein, auf sein Herz zu hören, es zu kennen, es zu fühlen, sein Wesen kennenzulernen, in Treue mit seinem Wesen zu sein, in Liebe mit seinem Herzen zu sein, zu erkennen, ich bin das Wesen. Und ich kann alles erschaffen. Ach ja, höre oder lese das Buch der Macht. Da ist alles dargelegt, wie du zu deinem Wesen kommst, wie du wieder zu dir kommst, wie du aus der Fremdbestimmung rauskommst, wie du in die Souveränität kommst und auch, wie du in die Fülle kommst, wie du ins Reich kommst. Und wie du es steuerst und wie du wirklich alles zum Ausdruck bringst, was du wünschst, in Freude, bedingungslos, in Freude im Dienst des Herrn, des Herzens, bedingungslos, in völliger Treue eben. Und das Ergebnis davon wird sich zeigen auf allen Ebenen deines Lebens. Denn da wird Fülle entstehen, wo zuvor Mangel war. Liebe sich offenbaren, wo zuvor Eifersucht, Zorn, Hass, was auch immer war. Das sage ich, darauf gebe ich mein Wort. Das kannst du in dem Buch der Macht lesen. Als Studium, um es dann zu praktizieren. Lesen genügt nicht. Praktizieren, da fängt es an, wo sich dein Leben ändert. All das ist da beschrieben. Es gibt 700 Filme auf diesem Kanal. Das ist heute der 700. Alles ist gesagt dort. Ich werde es zahllose Male wiederholen. Wiederholung. So ist es, das ist der Job. Ich werde nicht müde, weil ich liebe. Daher, ich wünsche dir alles Gute
hoffe, ich konnte ein paar erklärende Worte geben, warum ich so immer wieder politisch rede. Zur Klärung, zur Aufklärung, auch zur Heilung der alten Traumata, das Reich, die Treue, die Ehre, die Machtergreifung, der Führer. All diese Worte, die Vergangenheit muss erlöst werden, muss geheilt werden, die Traumata, um überhaupt wieder in Ruhe und Frieden zu kommen, um überhaupt ins eigene Herz zu kommen. Bis bald. Tschüss.